Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bane of the Cosmic Forge und dem Temple of Ram. Nach unserem letzten Kampf in der letzten Episode pfeifen wir ja so ein bisschen auf dem vorletzten Loch. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen zu rasten. Das lief ja auch schon mal ganz gut. Und die Gruppe umstellen. Und ich würde sagen, das kann eine Weile dauern jetzt. Ich werde das Video pausieren, während ich das mache. Und wir sehen uns dann gleich wieder, entweder voll gerastet oder mit einem interessanten Kampf, je nachdem, was zuerst eintritt. Ja, dann bis gleich. Ihr habt gerade noch das Ende des Kampfes gesehen. Das war nur eine einzelne Gruppe Lesser Devils, das war kein größeres Problem. Aber die paar Erfahrungspunkte haben zu einem neuen Level geführt und das kann ich euch ja kurz zeigen. So, was nehmen wir denn mal? Armament. Okay. Ist gleich hier nochmal. Na komm. Es war genau genommen kein interessanter Kampf, aber. Lalala, ja, ihr könnt jetzt nichts mehr machen, Freunde. Ihr könnt euch jetzt nur totschlagen lassen. Also wenn ich weiterhin nur von sowas unterbrochen werde beim Rasten, habe ich keinen Grund zur Klage. So, na komm hier, hau weg. Tschüss. Naja, warum nicht? Okay. Ich pausiere wieder. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Das Rasten hat leidlich gut funktioniert. Wir haben noch einmal gegen eine Gruppe Ninjas und einmal gegen eine Gruppe Lesser Devils kämpfen müssen. Das war allerdings handhabbar. Und jetzt sind wir halbwegs voll und deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Hier werden wir jetzt wieder teleportiert. Oh nein. Oh Gott. Pharaohs of Fire, Undead Pharaohs. Oh shit. Radames, das ist eine deutlich bessere Variante, dieser Pharaohs of Fire. Oh shit. Yes. Nein. So. Ja, stimmt, das müssen wir auch machen. Hoffen wir mal das Beste. Geht ja gut los. Unaffected. Oh
Und der Radames hat verdammt viele Hitpoints, muss man noch dazu sagen, wie wir auch sehen. Mal gucken. So, ne, kannst du eh nichts mehr machen. Obwohl wir halt noch einen Deep Freeze ausprobieren können. Das war's wohl mit. Nee. Okay, unaffected, das ist nicht gut. Gott, der hat Hitpoints. Einer ist weg. Ach, du lebst noch. dann. Okay. Na? Na komm. So. Okay. Machen wir nochmal, würde ich sagen. Okay. Was kommt jetzt? Oh, ha. Okay. Die Goat-Headed Men hier im Vordergrund, das sind die Kollegen, von denen ich schon ein paar Mal gesprochen habe. Das sind die Priests of Ram, die nichts anderes machen als irgendwelche Todeszauber. Mal gucken, wie wir mit unseren Rock of Reflections dagegen gewappnet sind. Die kann man sehr schwer silenzen. Nichtsdestotrotz müssen wir das versuchen. Und du musst auch noch Anti-Magic zaubern. Unaffected, unaffected. Einer. Gut. Zwei, drei. Ah, das sieht ganz gut aus. Death. Wir sehen's. Ich glaube, sie müssten alle gesilenced sein. Das wäre ja super. Anti-Magic haben wir auch. Death, Word of Death. Death, Lifesteal. Ja, aber die sind alle gesilenced. Okay. Na gut, dann ist das jetzt ja übersichtlich. Und definitiv besser als gegen dieser blöde Kampf gegen diesen Radames-Kollegen. Immerhin gibt's den normalerweise nur einmal, also beziehungsweise auf Expert maximal zwei Individuen davon. Pro Kampf, wohlgemerkt. Die können hier halt auch beim Rasten einmal über den Weg laufen, was die ganze Sache dann so, ja, sehr schön macht. So, jetzt schlagt sie mal tot und blind und ja, komm. Gut. So, dann können wir uns jetzt darauf konzentrieren, Spellpoints zu sparen. Die müssten wir ja eigentlich so kaputt kriegen. Ja, Lifesteal, ja.
diese Priests of Ram, das wird natürlich dann exponentiell lustiger, wenn es nicht nur eine Gruppe ist, sondern zwei oder drei. Weil wir haben ja auch wirklich drei Silence-Zauber gebraucht, um sie tatsächlich alle stumm zu kriegen. Weil das Problem ist nämlich, dass die verdammt gute Resistenzen haben. Na gut, das ist aber jetzt im Rahmen. Obwohl ich sie ganz gerne totschlagen würde, bevor der Silence zu Ende geht. Der hält ja auch nicht ewig. Aber die Feiglinge bleiben jetzt hinten, ne? Ja, hatte ich mir gedacht. Ja, mit Zaubern erreicht man die nicht vernünftig. So, jetzt haut mal die vier da kaputt, damit wir da hinten rankommen. Dankeschön. Danke. Ja. Ja, noch sind sie silenced. Gut, waren das jetzt alle? Ja. Gut. Ah, hau ihn tot jetzt. Na komm. Dankeschön. Okay. Dann jetzt die noch. Gut, gut, gut. Ja, das muss doch alles nicht sein. Da muss ich doch nur wieder heilen. Da auf mit dem Kram. Ihr könnt euch auch ergeben. Achso, ich wollte gerade sagen. Ihr könnt euch auch ergeben. So ist nicht? Also, hey, nix gegen. So. Und jetzt aber. Letzte Runde. Oder? Come on. Na, Fänger. Dankeschön. Oh! Book of Anti-Magic. Acid Bomb. Fairy Dust brauchen wir nicht mehr. Ja, schade, ein Punkt fehlt. Naja. Tja, also Level kriegt man hier ohne Ende. Sind wir wahrscheinlich doch noch fast Level 20, wenn wir zum Ende kommen. Naja, warum nicht? Wo brauchen wir denn mal Punkte? Also ich wähle jetzt inzwischen nur noch danach aus, wo ich Punkte brauche. Das ist hier. Und hier. So. Okay. Nächsten Schritt getan. Dann gucken wir uns jetzt mal an, wer hat denn die
Du hast die anderen Asset Bombs. Wem habe ich die jetzt gegeben? Dir. Draufgeschissen. Ah. Nächster Kampf. Und. Oh, ist immer nur eine Gruppe. Das ist aber fair. Obwohl wir nicht mehr silenzen können. Na gut, same procedure. Und ich fürchte, danach müssen wir rasten. 3, 1, 2. Okay, die ersten drei nicht. Okay, das könnte jetzt ein bisschen kribbeliger werden. Drei sind in jedem Fall nicht gesilenced. Jo! So. Unaffected, gut. Gut, Niner weg. Jetzt gehen die nach hinten. Oh, fuck! Nee, sie, nee, nee, gut. Na, komm, ja. Fuck. Okay. Silenced. Silenced. Gut. Komm, da haut sie tot. In der nächsten Runde gehen sie. Ja, genau. Gehen sie nach hinten. Ja, kommen wir leider nicht ran. Hilft ja nix, hilft ja nix. So, nehme ich jetzt Word of Death oder Deathwish? Gute Frage, nächste Frage. Oh ja, erstmal Word of Death aus. Na, diese Guardians da mal wegkriegen. Zumindest nehmen sie Schaden, was gut ist. Und zwar. Das könnte uns in der Zukunft etwas Zeit erspart haben. Wenngleich wir uns das natürlich durch ein zusätzliches Rasten erkauft haben. Okay, es scheint Silence zu sein, gut. Yep.
Okay, jetzt muss ich euch nur noch schnell genug tot kriegen, bevor der blöde Silence ausgeht. Aber die Guardians dürften jetzt ja nicht mehr so viele Hitpoints haben. Jo. Jo, jo, jo. Ja. Jetzt wäre natürlich ein Ranger richtig gut mit einem Bogen. Der könnte dann prima noch auf die Priests schießen, aber... Ja. Der ist ansonsten völlig nutzlos, also. Ja, gut, dass ihr silenced seid. Wir haben ja gesehen, dass Celeste hat ja einen Rock of Reflection, aber der Death-Zauber hat sie doch aus den Angeln gehoben. Also eine Versicherung ist das nicht. Also keine völlige. Mal gucken, vielleicht kommt ja ein bisschen was durch. Ja, ja, wir nähern uns mit großen Schritten dem... Oder näher mit großen Schritten nicht... Was? Silence ist aus. Shit. Mit großen Schritten dem Ende, wollte ich sagen. Oh, kein Silence mehr. Und ihr seht immer noch hinten. Das ist doch... Scheiße. Quatsch. Gut, müssen wir euch nochmal silenzen, hilft nix. Einer nicht. Shit. Na, mal gucken, was er macht. Fingernägel kauen. Nix. Jetzt drauf da. Haut sie tot. Gut. Einer weg. Och, nun trefft. Zwei weg. Na, ist es genau der, der... Nee, er war silenced. So. Super. Jetzt noch euch. Also es ist fast wie ein anderes Spiel, dieser Temple of Graham. Völlig anderes Niveau. Aber... so sollte das auch sein. Das gegen Ende nochmal so ein Höhepunkt, was die Schwierigkeit angeht. Das ist wirklich dramaturgisch sehr gut. Nur Gottes Willen. So, den nimmst du. Du bist voll. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Benutzen wir gleich mal.
Noch ein Level. Whirlwind. Okay, also dann fangen wir mal an. Achso, die Dinger hat Celeste, ne? Aber du hast da auch irgendwas hier. Amulet of Life. So. Heavy Heal. Wem habe ich jetzt die Stamina-Dinger gegeben? Dir nicht. Das waren sie zwar nicht, aber... Ups. Stamina. Stamina. Was drücke ich hier eigentlich? Nicht zaubern. Use, Mensch. Mod Heal. Oh, la, la, la. Mod Heal. Muskelgedächtnis. Es geht nicht anders. Es muss immer auf Spell gehen. Haben wir auch noch Heavy Stamina? Ja. Dü-dü-dü-dü-dü. Heavy Stamina. Schon wieder. Unglaublich. Unglaublich. Zum Glück haben wir diese ganzen Dinger. Heavy Stamina. Und Heavy Stamina. Oh Gott, Gottes Willen. Ah, shit, 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 shit. Zum Glück habe ich gespeichert. Ja. Schön. Schön, schön, schön. Und ja, natürlich. Okay, Valkris kann noch zaubern. Noch. Gott, sind diese Dinger nervig. Du kannst noch zaubern. Versuchen wir sie mal umzubringen. Blind. Mystic Dust. Jo. Super. Okay.
Aber sie haben zum Glück nicht allzu viele Hitpoints. Gut. Ja, das machen wir nochmal. Ja. Ich hätte keinen Bock, den ganzen Zauberkram wieder zu machen. Also. Machen wir es so. Zweck. Okay, was schmeißen wir denn mal weg? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Und jetzt tun wir das da rein. Und erstmal das raus. Und benutzen es auf Celeste. Dann auf Sin. Jetzt tun wir es wieder hinten rein und holen die Heavy Stamina raus. So, ich glaube, jetzt hier werden wir jetzt nicht unterbrochen. Gut, so, wie ist die allgemeine Lage hier? Nicht gut. Auch nicht optimal. Gar nicht gut. Okay. Dann das nach hinten, das nach vorne. Gut. Okay. Weiter geht's. Nächste Teleporter und mehr Twisted Sylphs. Fantastisch, fantastisch. So, da haben wir, habe ich hier irgendwas, womit man die halbwegs treffen kann. Firestorm, ja. So. Na dann mal los. Gott. Ja, so diese Viecher. Oh, Sinn. Mann. Shit, shit, shit. Okay, Blades kommt durch. Jetzt bitte noch den Firestorm. Ja gut, Fänger können wir abschreiben. Oh, ne. Doch, oder? Ne? Hau noch, nimm noch eine mit. Ja. Thank you.
Ja, verteilt eure Attacken ruhig. Das habe ich nichts gegen. Nee, umbringen geht definitiv besser als... Silenzen. Gut. 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 Sauber. Sauber. Ah, ja. Oh, 10 Punkte. So. Okay. Iceball, Air Pocket. Ah, du könntest auch noch Conjuration. Warum nicht? Gut. Und Review. Mod Heal. Use Aufhänger. Use auf Lucius. Use auf Sinn. Use. So. Naja, schauen wir mal. Weiter geht's. Nächster Kampf. Oh Gottes Willen. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und danach ist wieder Rasten angesagt. Okay. Er hat schon mal geklappt. Halbwegs. Jo. So, jetzt. Ihr habt doch noch so viele Hitpoints. Wo es geht. Achso, das sind normale Samurais. Ah, ja, verstehe. Okay, dann war das vielleicht ein bisschen over. Kill? Nein, war es nicht, weil er klappt ja nicht. Danke, Spiel. Oh Gott. Na gut, rasten muss ich sowieso. Gott, ja. Nee. Warum nicht? Funktioniert, ich fasse es nicht. Na? Super. Oh, Bushido Blade. Ja, brauchen wir nicht mehr. Noch ein Level. Okay.
Da ist noch kein weiterer. Noch ein Haste. Ja. Okay, ja, dann. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt? Wie viele Türen? Haben wir immer noch nicht den guten Xophytos getroffen. Dann muss ich hier noch irgendwo rumtreiben. Ja, dann würde ich sagen, werde ich hier das Video jetzt mal beenden. Haben wir wieder reichlich Kämpfe gehabt. Und dann beim nächsten Mal den, weiß nicht, letzten oder vorletzten Schlüssel hier abgreifen und dann mal gucken, ob wir dann nicht langsam mal den Tempel durchkriegen. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde offscreen versuchen, zu rasten. Das wird ja wahrscheinlich eine ganze Menge Zeit und Nerven kosten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal an gleicher Stelle wieder. Also, bis dann. Tschüss.